Willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Forza Horizon 3. Hot Wheels kommt raus. Und der eine im Lambo Huracan unterwegs hier. So, und damit haben wir auch die 80 Autos voll und kriegen nochmal 15.000 extra. Aber darum soll es nicht gehen. Wir wollen noch König von Blizzard Mountain werden. Und damit wir das heute schaffen, uns fehlen nämlich noch 18 Sterne dafür, glaube ich. Ich glaube, wir brauchen 100. Ja, werden wir uns auch direkt an die Arbeit machen. Dafür gehe ich zurück ins Festivalgelände. Wir fahren heute mal wieder was ganz anderes im Schnee, nämlich ein Bentley. Bentley Bentayga. Bentley sind wir, glaube ich, auch noch gar nicht gefahren. Und irgendwie hatte ich heute spontan Lust auf einen Bentayga im Gelände im Schnee. Ja, wir nehmen den, gucken, ob es dafür ein Rally-Tuning gibt und dann fahren wir mit dem noch die letzten Sterne. Wenn wir natürlich jetzt wirklich nur König werden wollen, dann sollten wir vor allem so Challenges machen. Drift-Zones, Blitzer-Zonen und sowas, aber wir gucken mal. Vielleicht dürfen wir ja, vielleicht kriegen wir es ja auch in den Rennen zu fahren. Wir müssen ja gucken, wie es mit der Zeit hinhaut. Ah, das sieht auch sehr gut aus. Rally plus Eis, S2 922. Mit 5 Sternen, das nehmen wir mal. Ist zwar S2 dann, aber das packen wir mal auf den Wagen drauf. Den Wagen müssen wir nicht bezahlen, der war in irgendeinem DLC dabei, in irgendeinem Carpack dabei. Aber wir zahlen jetzt nochmal 60.000 fürs Tuning. Ja, Bentley, hatten sich auch immer mal wieder Leute gewünscht. Sind wir, glaube ich, noch gar nicht gefahren, wie gesagt, bisher. Und hatte ich jetzt einfach spontan Lust drauf. Beim letzten Mal sind wir ja mit dem Mini Cooper. Also wir haben wirklich ganz verschiedene Autos hier durch den Schnee gejagt. Wir wollen heute wirklich die Zeit, die wir haben, nutzen in diesem Part, damit wir es noch schaffen, hier der König von Blizzard Mountain zu werden. So, Schneereifen sind drauf. Ein Bentley Bentayga. Und der ist jetzt auf 922 getuned. Ja, warum nicht? Ist auch mal was ganz anderes heute. Wir machen aber erstmal eine Talfahrt. Auch wenn es ein Rennen ist und auch wenn es länger dauert. Ich habe Bock auf Talfahrt. So, wir sollen 6-mal Überholenfähigkeit kriegen. Das heißt, wir dürfen uns nicht direkt an die Spitze setzen, sondern wir müssen ein bisschen auch nach hinten und dann überholen. Bam, bam, badam, bam, 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 badadam. Oh ja, der Jaguar, auch ziemlich geil. BMW, sogar ein Urus mit dabei. Das ist auch eine sehr schöne Wagenklasse hier. Geile Karren am Start. So, wenn wir es schaffen, am Anfang schon sauber zu überholen, umso besser. Dann, je früher wir das durchhaben, desto schneller können wir uns darum kümmern, einfach vorne zu fahren und zu gewinnen. Und wenn wir jetzt hier vorne schon 4 haben, ist gut. Dann muss ich nur noch die da vorne irgendwie überholt kriegen. Und dann bleiben wir vorne und gewinnen das Ganze. Das wäre natürlich sehr entspannt. Na, das Handling ist bei diesen dicken Teilen hier im Schnee so eine Sache, ne? Das ist schon... Erstens ist es hart zu überholen, weil die so breit sind. Oh, nicht den Checkpoint verpassen. Weil die so breit sind und es ist auch hart, die um diese Kurven zu schleudern auf den Schneestraßen, weil die so fett sind und so schwer. Aber wir werden das schon hinkriegen. Wir müssen jetzt nur noch hier die 3 Typen überholen und dann gewinnen. So, wir sind bei 5 von 6. Und jetzt hat er... Okay, wir haben es abgeschlossen. Ja, genau. Wir haben es abgeschlossen und wir sind vorne. Also das ist natürlich jetzt Traum. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch gewinnen. Das klingt vielleicht leichter, als es am Ende ist. Ne? Wir müssen nämlich vorne bleiben und wir dürfen keinen Checkpoint verpassen. Aber wenn wir das hinkriegen, dann haben wir sogar 3 Sterne. Das wäre doch wunderbar. Im Bentayga im Schnee. Ist auch mal was ganz anderes. Aber auch das geht. Man muss sich halt nur umgewöhnen. Es ist jedes Mal wieder was anderes. Ne? Ein Panamera fährt sich ganz anders als ein Mini Cooper. Und ein Mini Cooper fährt sich ganz anders als ein Bentayga. Also das sind alles sehr unterschiedliche Autos vom Handling her, gerade im Schnee. Aber wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt, sind die alle, kann man mit allen hier Rennen fahren und gewinnen. Und das macht auch mit jedem auf seine Art und Weise Spaß. Und wir holen uns die 3 Sternchen. Sehr coole Wagenklasse. Ein Urus. Hier, 2 Urus dabei. X5 dabei. Jaguar dabei. Escalade. Sogar ein Escalade dabei. Coole Sache. Und einen Wheelspin kriegen wir auch noch. Mal gucken, was wir kriegen. Oh, 15.000. Ja, hör mal, heute läuft bei uns und wir kriegen unsere 3 Sternchen. Hey, tolle Arbeit auf dem Berg bis jetzt. Komm zurück in die Werkstatt, ich hab da was für dich. Weißt du, was 1000 Fuß über dem Meeresspiegel noch besser klingt? Spezialhupen. Neue Spezialhupen. Ja, die brauche ich nicht unbedingt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ist ein Spaß, aber ich hupe sowieso nicht. Das ist wahrscheinlich für Leute, die den Multiplayer nutzen. Davon ist ein Credit-Fahrer. Den nehme ich mir mal eben mit. Auch wenn das Zeit kostet, die wir eigentlich nicht haben. Aber ist egal. Einen Versuch mache ich mal. Wenn es nicht klappt, dann ist egal. Rechts abbiegen. Ja gut, mein Bentayga lässt den einfach stehen, da den Wagen. Können wir nicht einfach... Wir fahren einfach über den See drüber. Ui!
Und dann fahren wir da vorne die Rampe hoch. Das wird jetzt. Das wird jetzt sehr interessant werden, aber wenn es klappt, ist super. Oh, das tat weh, aber egal. Komm schon, Bentayga, kämpf die Tonnen hier den Berg hoch. Ja, das hat, glaube ich, funktioniert. Über den See und ab ins Ziel. Ja gut, wenn es so schnell geht, dann kann man auch mal eben einen Creditfahrer mitnehmen. Schnell verdiente 60.000 Credits. So, wir sind bei 85 von 90. Weiter geht es für uns. Da unten ist eine Blitzerzone. Machen wir die mal. Wobei, da steht irgendwas mit Steilkurven. Das ist vielleicht für einen Bentayga jetzt nicht so das geilste Areal. Gerade kriegt er vielleicht noch gut hin. Da macht er auch gut Tempo. Aber Kurven sind nun nicht seine Stärke hier im Schnee. Der ist einfach zu schwer. Aber egal, wir versuchen es trotzdem. Notfalls holen wir halt einfach 2 Sterne. Das ist ja auch okay. Wir brauchen nur am Ende 100 Sterne insgesamt. Rechts abbiegen. Ja, okay, das ist jetzt nicht so. Es wird wahrscheinlich. Doch, für 2 Sterne reicht sogar schon. Das ist jetzt wirklich nicht so das Areal für einen Bentayga, aber 2 Sterne sind okay. So, da hinten gibt's das nächste. Ich weiß nicht, was es ist, ein Rennen oder was. Wir fahren einfach hin und machen's. Ist egal. Okay, ja, ist ein Bergrennen. Na gut, wie gesagt, eigentlich wären so PR-Stunts besser für schnelle Sterne. 35 Drift- oder E-Drift-Fähigkeit, das ist sehr viel. Wir versuchen es trotzdem. Und gewinnen müssen wir natürlich auch noch. Das ist immer noch so dieser nette Nebeneffekt, dass dieser Haken an dieser. Boah, der Range Rover sieht auch richtig geil aus, der rote. Ui, da hätte ich auch mal Bock drauf. Der sieht richtig geil aus. Das ist halt immer so der Haken an der Sache. Es reicht nicht nur zu gewinnen, wir müssen halt. Es reicht nicht nur zu driften, wir müssen halt auch noch gewinnen am Ende. Man kann mit jedem Auto auf jeder Strecke gewinnen, glaube ich. Und das versuchen wir. Ich meine, wir müssen das Driften ja auch nicht unbedingt machen. 2 Sterne sind super, ja. Mehr brauchen wir nicht unbedingt. Wenn man es einrichten kann, dann nehme ich es gerne mit. Aber wenn wir einfach nur gewinnen, dann reicht das auch schon für 2 Sterne. Das ist auch gut. So, wir überholen jetzt erstmal hier. Es ist mir entspannter, wenn wir vorne sind. Also mir ist es lieber, wir sind vorne und halten den ersten Platz und versuchen dann noch die Drifts zu machen, als hinten rum zu driften und dann am Ende noch irgendwie den ersten Platz holen zu müssen. Dann fahre ich lieber vorne und habe notfalls die Drifts dann nicht und dann haben wir zumindest 2 Sterne. Als dann da hinten irgendwie rumzugurken und zu driften, aber dann am Ende nicht zu gewinnen. Dann haben wir nämlich von den Drifts gar nichts. So, wir sind jetzt momentan bei 13 von 35. Ihr seht das ja immer nicht, weil da meine Facecam drüber ist. Ich kann euch das aber ja sagen. Ihr seht es auch ansonsten unten. Wir sind jetzt bei 16. Ich versuche mal ein bisschen Drifts mitzunehmen. Dadurch, dass wir jetzt gerade vorne sind, kann ich dann auch mal ein bisschen driften und muss mich nicht so sehr darauf konzentrieren, dass wir hier Erster werden. So, 22 von 35. So weit, so gut. Aber die sind auch sehr nah dran, also wir müssen wirklich auch aufpassen, dass wir den ersten Platz halten. Genau deswegen, weil der direkt Bock hat, uns zu überholen hier. Oh nein, wir müssen links weiter. Fuck. Da verschenke ich meine ganzen Plätze. Ich dachte, wir fahren rechts weiter. Blöder Schneesturm, man sieht halt wirklich gar nichts. Aber wir werden uns den Platz zurück ergaunern. Ja, hat geklappt. Glück gehabt. Das ist wirklich eine sehr harte Verhältnis hier bei dem Schnee, den Berg hochzufahren. Man sieht gar nichts. Und wenn man auf so einer Strecke fährt, kann man auch nicht mal zwischendurch kurz auf die Minikarte gucken. Sonst fährt man direkt den nächsten Hügel runter. Also ich glaube, das Driften werden wir nicht hinkriegen. Wir sind bei 29. 31. Nee. So gerade nicht hinbekommen. Macht nichts. 3 haben gefehlt, aber ist egal. Ich bin der Meister aller Meister. Wenn ihr es nicht mitbekommen habt, spult bitte nochmal kurz im Video ein bisschen zurück. In dem Moment, wo Waller sagte, wir schaffen es nicht, wir sind bei 30 von 35 oder was ich gesagt habe, habe ich zu mir selbst im Kopf gesagt, Challenge accepted und wir haben eine Millimeter-Sekunde vor dem Ziel noch das Ziel erreicht. Ich hoffe, das Spiel hat das noch gecheckt, dass wir das noch erreicht haben. Was eine harte Strecke. Irgendwie noch so links, rechts geschlittert. Und noch die 35 zugemacht. So, dafür gibt es auch direkt mal einen schönen kleinen Wheelspin. Den älteren Ford GT würde ich nehmen.
Habe ich auch noch nicht. Ist wahrscheinlich auch recht teuer. Aber gut, 75.000 nehme ich auch. Zur Not, hat er es noch mitgezählt oder hat er es nicht mitgezählt? Er hat es mitgezählt. Damit sind wir bei 90 von 90 und kriegen 20.000 EP. Und die nächste Stufe sind dann die 100. Hier kommt die Finalrunde für den König von Blizzard Mountain, Boss. Ich beantworte schon den ganzen Morgen Anrufe nervöser Fahrer. Aber du bist ganz cool, was? Die Finalrunde. So, jetzt will ich aber nicht noch, wir sind jetzt schon wirklich Rennen gefahren und Rennen gefahren und Rennen gefahren. Wenn wir das hier noch zeitlich hinkriegen wollen, heute noch der König zu werden, dann sollten wir jetzt auch mal sowas wie Blitzer oder sowas machen, wo wir ein bisschen schneller mal ein paar Sterne rankriegen. Sonst wird das hier heute nichts mehr zeitlich. So, hier ist eine Blitzerzone. Ich sehe zwar absolut gar nichts und es wird wahrscheinlich auch mit dem Wagen schwer, hier 3 Sterne zu holen, aber zumindest... Ach so, nee, es ist eine Driftzone. Ja gut, das ist noch schwieriger. Aber vielleicht reicht es ja für 2 Sterne oder so. Wir müssen ja keine 3 Sterne holen. So, das reicht tatsächlich für 2 Sterne. Okay, nehme ich mit. Ich versuche es gar nicht erst nochmal. 2 Sterne reichen mir erstmal. So, dann sind wir bei 92. Ich sag euch, das wird hier heute noch was. Da hinten sind noch, da ist noch ein Blitzer. 274 km/h ist ein bisschen sehr viel. Aber hier drüben, Blitzer, 193. Okay, versuchen wir. So, da vorne ist auch eine 3 Sterne Löffelliste. Aber 3 Sterne Löffelliste heißt, sie ist schwer. Und die können auch schon mal sehr fordernd sein. Deswegen, wir versuchen erstmal den Blitzer zu machen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ich glaube, wir waren genau 1 km/h zu langsam, kann das sein? Ich glaube, wir brauchen 193 und wir haben 192 gehabt. Also wir haben auf jeden Fall 2 Sterne bekommen, was ja schon schön ist. Aber ich denke, wir können auch 3 Sterne holen. Man hat hier eigentlich eine ganz gute Anlaufstrecke. Und der Wagen kann eigentlich ganz gut Tempo machen. Ah, jetzt sehen wir auch was. Dann wissen wir auch, wo wir hinfahren müssen. So, 199. Oh, nicht den Berg runter, nicht den Berg runter. Das reicht für 3 Sterne. Wunderbar. So, Blitzer gemacht. Wir sind bei 95 von 100. Also ich glaube, wir werden es heute noch schaffen mit dem König von Blizzard Mountain. Und dann haben wir es wirklich gerade so noch pünktlich hinbekommen. Ich habe natürlich auch sehr spät mit dem Ding angefangen hier mit Blizzard Mountain, ne? Sag mal, lieber Bentayga, zeig, was du kannst. Enttäusch mich nicht. Mach Tempo. Ziel erreicht. 110 reicht auch schon für 2 Sterne. Aber ich denke, wir könnten auch 3 Sterne holen. Oh, das müsste aber reichen. 118, ja, der war gut. Das reicht für 3 Sterne. Boah, Leute, wir kriegen das heute noch hin. Das ist ja schön. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das noch fertig kriegen hier. Okay, gut. Uns fehlen 2 Sterne. Was wollen wir machen? 2 würden uns ja schon reichen. Wir versuchen es also. Ja gut, Verkehr hast du natürlich auch im Blizzard Mountain trotzdem in der Blitzerzone. Das ändert sich nicht. Selbst hier im Schnee. So, reicht das jetzt schon mal hier? Gut war es nicht, aber es reicht für... 2! Perfekt! Mehr brauchte ich gar nicht. Damit haben wir 100. Wir kriegen 100.000 Credits. Das ist schon mal sehr schön. Und wir sind in der nächsten Runde von Der König von Blizzard Mountain. Das Königsmacher-Turnier. Dieses Rennen entscheidet, wem die Krone gebührt. Wenn die Geschichte uns eins gelehrt hat, dann, dass im Kampf um den Thron Zweiter zu werden meistens nicht gut endet. Schnapp sie dir, Boss! Das Königsmacher-Turnier. Wir haben es tatsächlich diesen Part geschafft. So, jetzt sind wir bei 100 von 160. Das ist das, was man braucht, um König von Blizzard Mountain zu werden. Und wenn man will, dann kann man noch überall 3 Sterne holen. Dann kriegt man 160 Sterne und dann kriegt man noch den Ram Runner in der Horizon Edition, glaube ich. Das können wir vielleicht irgendwann noch, aber ich wollte auf jeden Fall noch König von Blizzard Mountain werden. Das wollte ich. So, wir holen uns erstmal hier die Tafel ganz kurz. Direkt vor unserer Nase immerhin, ne? Ja, und dann können wir uns von mir aus aufmachen zum Königsmacher-Turnier. Da ist auch eine Blizzard-Warnung und das ist ein sehr, sehr langes Rennen. Und wisst ihr was, den Königsmacher fahren wir jetzt an einem Dubai-Polizei-Ferrari F12 Berlinetta mit Schneetuning. Ich hab Lust drauf. Ah, okay, wir dürfen uns eh kein Auto auswählen. Okay, wir fahren den Königsmacher, dafür kriegen wir ein Auto gestellt, nämlich hier den Wagen, den wir ganz am Anfang gefahren sind. Mit dem dürfen wir jetzt endlich wieder fahren und ich glaube, wir kriegen den auch, wenn wir den, das Duell hier gewinnen, das Rennen gewinnen. Der Königsmacher. Wir fahren mit einem richtig heißen Teil. Und wisst ihr was? Ich hab Bock, dass wir den Königsmacher auf und schlagbar fahren. Aber das ist ein sehr langes Rennen, deswegen stellen wir dafür den Schaden aus.
Und den Rest lassen wir so, wie es ist. Wir gewinnen das beim ersten Mal. Das könnte hart werden, aber wenn wir das schaffen, dann sind wir der König von Blizzard Mountain. Und das wäre doch sehr schön. Das Tackle geht richtig gut ab, aber man muss sich auch wieder umgewöhnen jetzt mit dem Schalten. Der hat ganz andere Schaltpunkte. Ah, der Auspuff donnert dir ins Gesicht, der Poller da hinten raus, ey. Hammer. Aber das Rennen ist sehr lang, das geht durch die ganze Karte hier, Blizzard Mountain. Und sowas wird es auch in Hot Wheels dann wieder geben, also wieder so ein Goliath-mäßiges Rennen durch ganz Hot Wheels am Ende. Ich denke, Hot Wheels wird sowieso viele Ähnlichkeiten haben zu Blizzard Mountain. Das heißt, eine eigene Karte, eigene Rennen, eigene Blizzardzonen, Schilder und so weiter, wie wir es hier auch hatten. Und dann am Ende eben wird es auch wieder so ein langes Rennen hier geben zum Abschluss. Und dann ist man sozusagen der König von Hot Wheels quasi. Na gut, Jungs, wenn ihr nicht wollt, dann setze ich mich an die Spitze. Dankeschön. Geiler Wagen einfach nur. Oh Gott, im Cockpit ist das nochmal eine ganz andere Nummer hier. Ich sehe gar nichts mehr. Das ist auf jeden Fall anspruchsvoll, hier im Cockpit zu fahren, das Teil. Beim Schneesturm, da sieht man wirklich nicht mehr viel. Deswegen fahre ich den lieber in der Außenansicht, aber geiles Auto. Und ich habe immer Schiss, ordentlich Gas zu geben, weil wenn wir hier mit 200 Sachen angekachelt kommen und ich kann nicht die ganze Zeit auf die Minikarte gucken, so wie ihr jetzt beim Zuschauen, und dann verpasse ich die Kurven, dann haben wir ein Problem. Vor allem, wenn ich einen Checkpoint verpasse, das heißt nämlich, wir haben verloren. Da muss ich wirklich aufpassen, gerade mit Checkpoints, mit irgendwelchen Hügeln, wo man runterfallen kann. Da muss ich sehr vorsichtig sein. Und je länger das Rennen, desto mehr Fehlerquellenmöglichkeiten natürlich. Aber insgesamt, wenn wir einfach das ruhig runterfahren, vorne bleiben, uns keinen Stress machen hier, dann können wir das auch gewinnen, glaube ich. Auch auf unschlagbar. Das ist ziemlich cool. Ich erinnere mich sogar noch an die ganzen Straßen, die wir jetzt hier gerade abfahren. Von Challenges her, die wir gemacht haben. Da war eine Löffelliste zum Beispiel und so. Das erinnere ich mich. Da erinnere ich mich noch an alles. Wir haben das alles noch im Kopf jetzt. Gut, die Karte hier ist auch nicht so groß. So, hier rechts ist Eis. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Da wollen wir nicht drüber fahren. Da verlieren wir die Kontrolle. So, jetzt wird es auch mit dem Schnee ein bisschen weniger. Dann sehen wir auch mal, wo wir hinfahren. Muss ich auch nicht so Panik haben, dass wir irgendwo runterfallen, weil ich nicht sehe, was da kommt oder so. So, hier an den heißen Quellen vorbei. Hier waren wir auch. Mensch, ist das schön, hier nochmal überall lang zu fahren, wo wir schon waren. Heißen Quellen und diese ganzen Orte, die wir schon besucht haben. So ein fettes Finale mit dem Wagen anzufangen und dann mit dem Wagen hier nochmal am Ende so ein Riesenrennen, um die ganze Karte zu fahren. Nichts anderes hätte ich mir für das Finale dieses Blizzard Mountain DLCs auch erwartet. Das ist also genau perfekt fürs Ende, finde ich. Und theoretisch sind wir dann natürlich noch nicht ganz durch. Wir müssen dann eigentlich noch, ja, eigentlich will man noch überall 3 Sterne holen natürlich. Da sind noch einige Rennen, die wir noch gar nicht gefahren sind. Andere, wo man noch erst 2 Sterne hat. Also nach und nach will man dann noch überall 3 Sterne haben. Aber jetzt kommt ja erstmal Hot Wheels, deswegen war es mir einfach wichtig, dass wir Blizzard Mountain zumindest noch abschließen. Ne? Dass wir zumindest die Story durch haben von dem DLC. Also, dass wir der König des Berges geworden sind. Und wenn wir das hier gewinnen, dann haben wir das gerade rechtzeitig noch geschafft. Aber noch ist hier gar nichts gewonnen. Wir müssen uns weiter konzentrieren.
So, hier steil links rum. Nicht zu weit raustragen aus der Kurve, Gas geben. Oh, jetzt werden wir links hier überholt, oder was? Nee, nee. Das lasse ich aber nicht zu, Kollege. Das lasse ich nicht zu. Wir bleiben schön vorne. Also einer hat auf jeden Fall Bock, damals zu überholen, aber ich lasse den nicht nach vorne. Wir müssen jetzt vorne bleiben. Ich glaube, so lange wird das Rennen nicht mehr sein. Wir sind jetzt 5 Minuten unterwegs. Ah, wir sind an der höchsten Geschwindigkeit. Mehr als 2,30 macht mein Wagen nicht. Fuck. Das ist natürlich komplett auf Rallye getuned. Und mehr als das geht nicht, aber die anderen anscheinend auch nicht. Okay, dann haben wir Glück gehabt. Oh, sie kommen aber ran. Sie kommen ran. Es wird jetzt nochmal spannend hier. Ich hoffe, es ist nicht mehr allzu lange, das Rennen. Es wäre mir schon lieb, wenn wir das jetzt bald gewonnen haben. Ich glaube, es geht da hinten zu dem Horizon Festival. Und dann haben wir gewonnen. Ja, da vorne kommt das Ziel. Noch einmal konzentrieren. Und dann gewinnen wir das und werden hier der König des Berges. Juhu! Heieiei. Aber doch relativ spannend und knapp am Ende noch das Rennen. Obwohl wir die ganze Zeit vorne waren. 6 Minuten, okay. Ist auf jeden Fall ein bisschen kürzer als das echte Goliath-Rennen. Aber doch relativ lang. Einmal um die komplette Blizzard-Mountain-Karte. Berge hoch, Berge runter. Heiße Quellen und so weiter. So, 34.000 Credits gibt's. Ist jetzt nicht so viel, ne? Ist jetzt nicht so viel. Ein bisschen EP gibt's. Kriegen wir auch ein Level-Up für. Und wir kriegen jetzt den Ford Gymkhana. Ja, nice. Das Auto, dafür lohnt es sich. Mit dem kann man auf jeden Fall die restlichen Sterne im Blizzard Mountain sehr viel besser holen, weil der Wagen geht richtig schön ab im Schnee. Ich glaube, das war so ziemlich das spektakulärste Rennen, das wir je hier bei Horizon Australia gesehen haben. Was meint ihr, Eure Hoheit? Da ist ein Zeppelin mit King of the Mountain. Okay, wir sind König des Berges geworden. Na gut, dann musste ich meinen Ferrari eben doch nicht fahren, wenn wir sowieso nicht unser eigenes Auto fahren durften. Dann habe ich den jetzt fast nur sonst getuned. Aber ist egal. Unsere Karte sieht jetzt folgendermaßen aus. Damit wären wir jetzt mit der Story von diesem DLC durch. Ist es 20 Euro wert? Ich weiß es nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare, was meint ihr? Man ist natürlich noch nicht ganz fertig. 100 Sterne reichen, damit man das Auto kriegt und König ist. Aber jetzt kann man eben noch 60 Sterne holen. Also einige Rennen fahren, Löffellisten fahren, Sprünge und so weiter, Blitzerzonen. Und dann hätte man Blizzard Mountain komplett fertig. Ja? Und kriegt noch ein Auto. Bei 160 Sternen kriegt man noch ein Auto. Aber ich finde es schön, dass wir es gerade rechtzeitig noch durchbekommen haben. Waren jetzt wie viele Videos? 5, 6 oder so. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haben wir den Blizzard Mountain doch noch gemacht. Wir sehen uns in Forza. Euer Walle. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.